Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zur Requisitenjagd auf Requisitenjagdhilfe. Ich verspreche mich direkt in Black Ops Cold War auf der Map Express. Die erste Runde ist schon vorbei. Oh, da war doch gerade einer direkt. Nicht irgendwie dumm. Als ob die so da stehen. Als ob der Mülleimer auch da steht. Ich hasse dieses Spiel. Boah, die Map habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Ah, die Bank steht hier auch. Okay, alles klar. Boah, die Map ist zum Verstecken doof. Zum Suchen geht sie eigentlich. Aber hier habe ich wirklich inzwischen jedes Versteck schon irgendwie mal ausprobiert, ja. Wie ihr schon gesehen habt, wahrscheinlich, denke ich mal, dass ich es reingeschnitten habe, haben wir ein neues Intro, beziehungsweise ich. Ich habe ja ein paar mehr Intros in Auftrag gegeben, ja. Ich habe mir ein paar Intros gekauft bei Leuten, die ich cool fand. Und der ein oder andere, als ob der da wirklich so schief steht. Oh mein Gott, was ist mit diesem Spiel los? Der ein oder andere wird sich noch an mein, naja, nicht an mein erstes Intro, was ich selber gemacht habe, sondern an das erste Intro danach erinnern mit dem Lil Peep Song, dieses Orange, ne? Okay, ich sehe keine Gefahr, Junge. Ich sehe aber auch grundsätzlich irgendwie niemanden. Ich werfe mal einfach ein Flash hier hin. Ich kenne das. Und das kann ich inzwischen halt leider nicht mehr benutzen. Leider, leider. Ich mag das Intro so gerne. Aber ich kann es halt einfach nicht mehr benutzen, weil ich dann die Videos nicht monetarisieren kann. Monetarisieren? Oh Gott, das ist so ein. Mit diesem Wort habe ich wirklich ein Problem irgendwie. Ich check nie so richtig, wie das Wort richtig heißt. Monetarisierung oder Monetarisierung? Aber das ist ja auch egal. Okay, die stehen hier auf der Map wohl alle so schief. Ist gut, ich akzeptiere das. Ist okay. Auf jeden Fall kann ich das deswegen leider nicht benutzen. Und Rundensieg, alles gleich, habe überhaupt nichts gemacht. Und ich habe bei dem, der das gemacht hat, Crow Arts, wenn ihr Bock habt, guckt da mal vorbei. Bei Crow Arts habe ich das Intro gekauft. Habe ich jetzt auch ein neues Intro noch machen lassen mit einem Lied, das copyright-free ist, dass ich das auch vor den Videos benutzen kann. Und ihr wisst, ich liebe mein anderes Intro sehr. Ist auch von allen Intros, die ich habe, mein absolutes Lieblingsintro. Das, was ich eigentlich immer benutze. Ich habe jetzt noch ein neues, das habe ich letztens vor dem Dings-Video gehabt. Warte, wo gehe ich hin mit dem, so ein dummes Item? Oh, das ist doch nicht wahr. Ach, das ist doch nicht wahr, wo gehe ich hin? Boah, nee. Mann, da kann man nicht drauf, das ist ja richtig doof. So. Wieso freest er nicht? Okay, geil, ich kann nicht freezen. Bin ich jetzt gefreest? Nee, ne? Oder? Ich weiß es nicht, es könnte auch die Reflexion sein. Ja, tschüss. Okay, Leute, ich kann gerade nicht reden. Ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Dass wir nicht direkt sterben. Ja, okay. Goodbye, my almost lover. Goodbye, my only friend. Ging das überhaupt so, das Lied? Ich weiß es nicht mehr. Ach Mann, ey, komm, Leute, die Runde fängt doch schon kacke an. Es ist schon direkt eine Runde gelaufen gewesen und ich hasse die Map, Alter. Ich kann die in Requisiten ja gleich nicht mehr sehen. Die nervt. Auf jeden Fall, jetzt kann ich euch erzählen, was ich euch erzählen wollte. Und zwar, ich habe da noch ein anderes Intro, das ich vor dem Hunt Showdown Video letztens hatte. Das werde ich, keine Ahnung, ob ich das oft benutzen werde. Ist auch ganz okay, aber die anderen sind halt schon wesentlich hochwertiger produziert, muss man ganz ehrlich zugeben. Ich finde auch immer noch, dass dieses Regenbogen-Niula-Intro das Beste ist, ja. Also von allen Intros, die ich bis jetzt habe. Ich bin mal gespannt. Ich hatte denjenigen auf jeden Fall angefragt, ob er mir noch ein Intro machen kann, ja. Weil ich seins wirklich bis jetzt von allen am besten finde. Ich werde, denke ich mal, jetzt immer mal so abwechselnd das Neue und das, was ich eigentlich immer benutze, nehmen. Ja. Und, genau, so viel zu den Intros. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welches ihr besser findet.
findet ihr das alte Intro besser, also das Regenbogen-Intro? Oder findet ihr jetzt das neue Intro besser? Ja, könnt ihr mir ja mal schreiben. Interessiere mich auch für eure Meinung. Leute, ich habe in... Heute ist... Für euch ist heute Mittwoch, das heißt, ich habe morgen endlich einen Friseurtermin. Ich bin mal gespannt, wie ich danach aussehe. Ja, die Mähne muss mal langsam ab. Es sind zu viele Haare auf dem Kopf. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich will auf jeden Fall die Haare so lassen, wie ich sie eigentlich habe, aber auf jeden Fall alles kürzer. Wie viel Leben denn noch? Nur noch er? Perfekt. Sieht nicht gut für uns aus. Die Runde sieht nicht gut für uns aus, Leute. Ich hasse das auch, dass das immer noch so ist, dass man in Runden reinjoint, die schon angefangen haben. Warum machen die das? Wo ist das Problem einfach? Ich warte lieber 3 Minuten in der Lobby, wo niemand drin ist, dass Leute reinkommen, als dass ich in eine Runde reinjoine, die schon halb vorbei ist. Ich hasse das. Jetzt hier war nur eine Runde. Wobei, das ist nicht so schlimm. Wir müssen jetzt auf jeden Fall alle finden, damit wir uns nochmal verstecken. Sonst wird das hier eine sehr kurze Runde. Ja. Naja, ich hätte gern die Map Jungle. Ich habe auf der Map Jungle noch so viele Verstecke, die ich ausprobieren will. Aber die kommt natürlich nie dran, wenn man die spielen will. Ich freue mich schon morgen auf den Stream. Denn morgen Abend, beziehungsweise für euch heute Abend, ja, spielen wir endlich wieder live zusammen. Ich hatte jetzt knapp zwei Wochen eine Streampause nach dem ganzen Hackangriff und so. Weil ich halt leider meinen PC komplett neu aufsetzen musste und alle Stream-Sachen verloren habe, mir jetzt alles neu machen musste und ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit meinem neuen Stream-Overlay. Das heißt, ich muss mich da heute Nacht nochmal ransetzen. Oder ich glaube, ich mache es morgen Mittag. Heute Nacht habe ich da keine Lust mehr zu. Mal gucken. Einen haben wir auf jeden Fall gekillt. So, die EP nehme ich mit. Wie immer. Okay, da wurde eine Gefahr gemeldet. Muss man gleich aufs Pfeifen achten. Müsste auch grundsätzlich hier mal jede Mülleimer. Ich weiß noch, dass ich mal hier hinten in der Ecke saß. Hier ist auch noch eine gute dunkle Ecke eigentlich. Kann man sich mal merken. Okay, ich habe kein Pfeifen gehört. Ich habe überhaupt kein Pfeifen gehört, Leute. Ist auf jeden Fall stark. Den habe ich eben schon ausprobiert. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich mich verstecken wollte. Okay, wir müssen den jetzt noch finden. Okay, Rundensieg, perfekt. Jetzt kann ich mich nochmal verstecken. Oh, wir haben diesen Nachiranos. Digga, der ist ja überstark. Der hat auch ein geiles Emblem. Das sieht nice aus. Der ist echt stark. Mit 13 Zielen. Okay, ich brauche was Kleines. Traue ich mich jetzt nochmal zu wechseln? Das ist alles nicht das Wahre, sag ich, wie es ist. Soll ich es probieren? Ich bin ganz ehrlich, wo soll ich mit dem Mülleimer schon großartig hin? Ich mach alle Täusch-Items in mich rein, dass wir ein bisschen mehr Leben haben. Ich wette, wir sterben sofort. Hier braucht man halt so ein graues Item. Hier braucht man ein graues Item. Ja, war so klar. Oh mein Gott, was ist das für eine Runde, Leute. Ja, okay, ist ja mega schlecht. Ist ja mega schlecht. Habe ich eigentlich einfach nur verdient. Ja, die letzten... Ja, er geht hier in das Versteck. Man kennt's. Christy Kinani. Das zieht aber auch nicht mehr. Und Daniel Kinani ist auch da. Die sind wohl im selben Clan. Ich muss übrigens meinen Clan-Tag ändern. Ich krieg die ganze Zeit gesagt, ich soll meinen Clan-Tag ändern, weil der immer noch N51 ist und nicht NY51. Ja, das werde ich auf jeden Fall nach der Runde, wenn ich es nicht vergesse, endlich mal machen. Und dann habe ich hoffentlich in der nächsten Folge für euch wieder einen richtigen Clan-Tag. Die Frage ist, wer wird das Rennen jetzt hier noch gewinnen? Wir oder die Gegner? Es sind noch 3 und es sind noch 3 Minuten. Er blockt ihn, der kann da nicht raus. Geil. Ist auch stark, aber er killt ihn einfach nicht. Weil er weiß, dass er da nicht raus kann. Das ist so stark. Das ist so stark. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ist eigentlich smart. Einfach da chillen und ihn nicht rauslassen. Anstatt ihn zu killen. Okay, dann haben wir noch hier... Achso, jetzt hat er ihn wohl gekillt. Okay.
Oh, das sieht nicht gut für uns aus, Leute. Das sieht nicht gut für uns aus. Er rennt aber auch direkt auf den zu. Vor 2 Minuten. Okay, das ist gar nicht so dumm. Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber das ist gar nicht so dumm, das merke ich mir. Das ist echt gar nicht so dumm, da in einem Gang. Da guckt nämlich auch keiner so richtig hin. Da guckt keiner so richtig hin. Naja, Leute, das war eine schwache Runde. Ich hoffe, die nächste wird besser. Die... Okay, jetzt ist er hingegangen. Oh mein Gott, und er rennt halt wirklich dran vorbei. Das ist echt ein starkes Versteck. Ja, aber jetzt hat er ihn gesehen. Ja, also wenn man von der Seite kommt, okay, die Leute lieben schon alle. Die lieben schon alle. Naja, Leute. Nach der letzten Runde Jungle und der Runde davor... Die letzte Runde war nicht Jungle. Nach Jungle kam nochmal WMD, ne? Ist das überhaupt schon online? Ich glaube, das ist heute online gekommen, oder? Nee, das kommt morgen online, oder? Ach, Leute, keine Ahnung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.